Ah, Leute, jetzt bin ich gewesen. Scheiße. Aber es sind Mali. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Scheiße, unser Anführer. Ja! Wir waren in der letzten Folge bei den Orobockel. Ja. Möglicherweise bleibt dieses Versteck ein bisschen unentdeckt. Wow. Hä? Sag ich was anderes noch? Wartet auf mich! Wartet! Tschüss! Schöne Wand. Wolltest du ein Bad nehmen oder? Ja. Also wir waren jetzt bei den Orobockeln. Wir haben jetzt unsere Nachricht. Ja, mit der brauchen wir nicht reden, die schießt uns bloß wieder weg. Sie mag uns nicht. Hey, wie geht's? Okay. Ja gut, dann. Vielleicht soll ich euch klein hauen. Ich dachte nur, dass wir vorher jetzt noch ein Gespräch führen müssen, bevor wir weiter dürfen, aber offenbar. Sind wir echt zu blöd dafür, eine Treppe runterzugehen? Ja, das steht außer Frage, aber. Ihr seid so dumm dafür. Ich würde ja gerne schneller machen, aber zwischendurch kann ich nicht weiter, weil der Bildschirm nicht weitergeht, weil unser Herr Anführer nicht weitergehen will. Oh, der hat in die Luft geschlagen, dieser scheiß Teufel. Oh nein. Er hat vor allem geschlagen. In dem Fall, glaube ich, eher gepiekst. Ist ja noch schlimmer. Ups. Ja, das kenne ich vorher. Laufen, laufen, laufen. Hey, das ist ein Gegner. Spezialattacke. Ja, aber wenigstens geht sie nicht verloren. Ich finde das positiv. Scheiß Optimist. Ja, Udo darf sich auch weiter bewegen. Oh mein Gott, das sind so schöne Stufen. Ich möchte mich ungern weiter bewegen. Ich habe nicht das Bedürfnis, mich von diesem Fleck zu bewegen. Danke. Komm in die Kiste. Ja, so ist brav. Wie war's brav? Ich will's nur spannend machen, ja? Ja, 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 ja. Ja gut, dann schauen wir jetzt nochmal hier oben lang. Vielleicht dürfen wir jetzt in die Höhle ran. Sicher. Wir müssen noch ins Schloss. Also ja, eigentlich hat ja der alte Sack uns nur das gesagt, was wir schon wissen. Dass wir eigentlich weiß schon was müssen. Und dann müssen wir ja, weiß schon was. Wir müssen in den Korridoren, wir müssen Elektra finden. Genau. Ja. Bisher hat uns da halt so eine Statue abgehalten. Vielleicht haben wir ja jetzt quasi. Weißt du, eigentlich hatte der alte Kerl. Der hatte so einen Schalter für die Statue. Und wir mussten ihm erstmal Bescheid sagen, du, da ist die Statue, beziehungsweise wir wollen da hin. Und dann hat er auf den Schalter gedrückt und jetzt pfft, weg ist er. Weil es war keine normale Statue, meine ich. Ja, es war so eine, die wo geblasen hat. Das ist so, ja, die sie eben nicht hat, meine ich. Natürlich hat sie gehört. Sicher? Ich kenn Spezial. Ja, doch, immer, da ist sie. Ich meine, es ist eine von denen, die das normalerweise machen, aber die eine, die uns da den Weg versperrt hat, hat die auch? Ich glaube schon. Gucken wir mal kurz. Nee, die ist weg. Puff, weg ist es. Letztes Mal versperrt uns die Statue noch den Weg, dieser alte Schisssack. Mensch, ich sag's. Ach. Mensch, was sollen wir hier noch machen? Da ist Wind. Schalter betätigt. Das durch meinen Kopf hin durch den Schalter gedrückt. Wow. Okay, ich drücke wieder die Knöpfe. Wollen wir in eine Falle laufen? In eine Falle laufen? Ja. Ja, okay, können wir da runter. Ab in die Falle! Hä? Oh mein Gott, eine Falle! Eine windige Falle! Alter! Ja, ein Raum auf einer Säule mit Abgrund drumherum und auf der Säule ist sich drehender Wind. Oh mein Gott, das Hardcore! Ist realistisch. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung, Kudo, aber ja, okay. Dann einfach noch der Harpy ins Gesicht gehauen. Was sich da wohl ergeben kann? Wenn da so ein Roulette kommt, dann dreht sich das Roulette so mit dem Wind mit. Wer hat den Schalter betätigt? Wir doch vorher. Also ich weiß nicht, aber... Ja, aber der ist jetzt wieder deaktiviert. Ja. Keine Ahnung. Da sieht man wieder... Heilung! Heilung! Ne, das dauert zu lange. Ne, gib mir ein Bonbon. Was gehen wir? Ja, andere Taste drücken. Nicht da, nein, da, genau. Genau, nochmal. Na, oben. Mach's selber. Während du den Ritter mit den Wiesenaugen schlägst.
Hey, wir sind beide von vornherein gleich auf den Ritter gegangen. Ja, weil der Ritter eigentlich böse. Ritter ist zum Kotzen, sind die zweitschlimmsten Gegner in dem Spiel. Ja, es gibt noch eine Sorte, die schlimmer ist. Ja. Ach Gott, und die treffen wir in absehbarer Zeit auch noch. Ich freue mich nicht drauf, die zu treffen. Warum hast du die Schwerter weggepackt, Gustav? Jetzt hast du deine scheiß Spezialattacke verloren, du bist so scheiße. Er mag's einfach zu posieren, wenn er seine Waffen zieht. Oh je, yeah. Schau mich an. Nee, das klang zu... Das klang nicht wie Gustav. Ja, genau. Ja, da musst du schon sagen, hallo Leute, guckt her, ich hab ein kleines Dölchlein. Was ist passiert? Hat uns eine Statue den Weg versperrt, da können wir nicht durch. Wir müssen mal weiter. Okay. Ausnahmsweise kenne ich mich aus. Glaube ich dir irgendwie nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob das richtig war, aber. Ja, wenn nicht. Ich glaube, das ist wieder eine. Ja. Falle! Wobei in dem Fall ja tatsächlich nicht unbedingt eine Falle, sondern ein Raum mit Gegnern, die wir verkloppen können. Wir dürfen. Hä? Der Gegner ist getroffen worden, obwohl ich noch nicht mal zugeschlagen habe. Klassiker. Ich hol aus. Psch. Ah, der Wind hat mich geschlagen. Oh mein Gott, ich wurde von deinem Kampfeswillen besiegt. Wenn ich gerade an eine gewisse Szene denken, wo auch jemand getroffen wurde, ohne dass jemand anderes zugeschlagen hat. Echt? Kinderserie? Keine Ahnung. Oh, scheiße. Meins erzählt. Ach, hinter mir standest du. Geh in dich rein, tat nicht weh. Ja genau, es hat eigentlich mich treffen sollen. Aber die haben mich einfach nicht getroffen. Ich bin einfach zu gut ausgewichen und leider standest du hinter mir, deswegen... Okay, du ausgewichen. Ja? Alter, leck mich doch mal popoweise. Wer von uns muss denn ständig hier geheilt werden? Ja, der Hauptmann. Ja! Welcher Hauptmann? Ja, unsere... 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 Ja, das kann man in meinen Worte fassen. So, stärker zuhauen. Ja, mehr Lebenspunkte haben darf ich ja momentan nicht. Danke, Spiel. Oh, cool. Oh, cool. Wow, sie darf nicht Vitalität nehmen, na dann. Geist oder Intelligenz? Entscheide du. Komisch. Nein, Geist oder Intelligenz, nicht komisch. Plötzlich geht der Zeiger in die Mitte. Komisch. Gibt es irgendwie irgendwas, wo ich den Zauber schneller mache? Nö. Schneller zaubern? Ja. Müsste ich jetzt nicht. Also, Intelligenz ist entweder schneller. Intelligenz war, glaube ich, Effektivität und Zauberlernen. Ja. Geist war... Jo, weil Mana hat sich ja dann trotzdem nicht erhöht. Ja, damals, doch. Ne? Das Maximale. Das Maximale Mana hat sich erhöht. Ja, ich würde Intelligenz nehmen. Intelligenz macht die. Macht die Hals aber stärker. Okay. Hofft man, dass man später Intelligenz neu erhöhen können, wenn sie neue Zauber lernen soll. Aber gut, das sollte jetzt nicht das größte Problem darstellen. So. Das ist jetzt aber blöd. Na komm, geh mal oben. Was tut ihr? Genau, ich wollte mal hinter Gitter sein. Schon wieder. Ja, ich dachte mir ja gerade, dein Charakter hat doch eigentlich die Schnauze voll davon. Ich meine, dass man jetzt hier zur Seite musste. Ich glaube, da war wieder bloß so eine Sackgasse. Sind wir jetzt nicht da, schon wo wir gerade eben waren? Ja, wenn wir hier jetzt weitergehen, dann ist jetzt hier die Statue umgedreht. Ja. Geht dir der Platz aus? Hä? Ja, jetzt müssen wir hier wieder umdrehen. Hier drüben ist der Schalter. Da ist der Eingang, oder? Ja, aber das ist wieder eine Sackgasse, glaube ich. Falsch. Hier lang und da müsst ihr wahrscheinlich jetzt hier runter. Ja, genau. Das ist ja ein Scheiß. Wieso? Okay. Oh, danke schön, Spiel. So?
Was ist passiert? Was ist los? Was ist kaputt gegangen? Ich darf wieder ein Hund sein. Oder ein Wolf. Nicht da reingehen. Ich hab doch nicht mal was gemacht! Ja, nicht! Diesmal nicht. Ich wollte einfach verhindern, dass der Gedanke überhaupt irgendwo in eurem Kopf entstehen kann. Okay, ich drücke die Flüchte rein. Vielleicht soll ich mal das Ding hier so drehen. Das klang jetzt bestimmt nicht komisch. Was? Ja, damit man ihn ja auch noch gut hören kann. Ja, ich rede doch laut. Deswegen wollte ich helfen. Galt! Was? Galt! Achso. Heißt, man könnte heilen und speichern. Gold! Gold, Geld, Macht! Goldene Statue. Ja, wollen wir nicht zuerst noch Bonbons und alles mögliche? Gustav, wenn ich darum bitten dürfte. Danke sehr. Was soll ich machen? Bonbons aus der Tasche nehmen. Ach ja, das war's. Und nicht wieder aus dem Menü raus. Gut. Wir haben noch 19 Minuten. Du kriegst das schon hin. Hast du Zeit? Fünf Stunden später. Ja, ansonsten passt eigentlich alles. Bruttoöl und so weiter brauchen wir momentan noch nicht. Das haben wir doch momentan noch gar nicht nötig. Na denn. Was ist das? Hui! Das ist ein Magmastein. Ein Mutti, Gottesbestie, ist darin eingeschlossen. Bald wird sie aus dem Stein befreit sein und die Welt kehrt zur Dunkelheit zurück. Was? Unvorstellbar. Oh, steht mich nicht falsch. Ich mag die Dunkelheit. Die ist toll. Ich bin in Wirklichkeit auch. Wir werden alles Erdenkliche tun, um das zu verhindern. Ach so. Oh, na, scheiße. Lass uns Lekta finden. Sie sollte in der Nähe sein. Ja, ja, ist gut. Mensch, jetzt drängt sich mir schon wieder so ein Zitat auf. Hey, toll, Fußspuren! Los, fang ihn! Hast du das nicht Geld gekostet? Jetzt dachte ich gerade schon, wieso kann ich mich nicht bewegen? Warum kannst du so lang? Hey, Fußspuren! Ach du Scheiße. Ja? Yeah. Was ist das? Wo wir gerade vorhin von Rittern sprachen. Was ist das? Rittern! Okay, du meinst ziemlich hoch und dann sogar fast wie. Ja, Dramatik. Ey, lass Elektro in Ruhe. Er ist verschwunden. Das stimmt nicht mit Elektro. Seid vorsichtig. Zinker. Der nächste Post. Ja, gleich in die Fresse. Ja, danke, danke. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Ja, ihr sollt den Typen schlagen, der... Irgendwas spinnt er gerade. Ey, what the fuck? Schlaf. Ja, mein Charakter wollte sich gerade auch nicht mehr rühren. Okay. Okay. Das hat die ganze in Erinnerung. Gustav, heil ihn mal. Soll ich helfen? Wer auch immer gerade kann. Dürfte ich dann wieder die Kontrolle über meinen Charakter erlangen? Nö. Bitte? Danke. Ja, und dann fliegt sie natürlich weg. Komm, warum schlägst du in die scheiß Ecke? Frag mich die ganze Zeit, warum schlägst du in die Ecke? Ich konnte mich nicht rühren, weil da im Spiel schon programmiert war, dass die mich packen wird. Oh, der Boss wird mich gleich packen, ich geh mal hier in die Ecke. Kennt man doch. Nee, ohne Witz, ich geh gerade wirklich nicht. Das war schon ein tolles Blocken. Ja. Hat sie sich jetzt aufgehangen? Verdammt! Anscheinend. Wow, entweder einer von uns macht einen Schaden oder ich mach einen Schaden. Ich will die ganze Zeit meine Spezialattacke machen, aber... Ah ja. Zauber, ich verstehe. Könnte ich eine Zauberheilung kriegen? Ja, wobei. Nee, passt schon, passt schon. Nee, jetzt geht's eh nicht mehr. Nö, ich dachte mir... Warum schlaf ich? Weil du müde bist. Weil, ja, schläfst du nicht ein, wenn du von der Harpie mit den Krallen gepackt bist? Ich bitte dich. Die hat ihre Haarfarbe geändert. Du bist tot. Du bist tot. Hey, warte mal, warum bin ich jetzt rechts? Ja, weil du weg bist. Ich schätze mal, dass du jetzt gerade Ursula spielst. Hä? Bitteschön. Danke. Da ist dein Gral.
Drück du mal. Ich kann grad nicht. Ich hätte gern Udo wieder, nicht dein Charakter. Hey, wieso? Ja, warte mal kurz. Ich muss mir gerade erstmal klar abkommen, wie ich Charakter wechsle. Warte, spürst du mich gerade? Ich kann den Charakter nicht wechseln. Jetzt. Ich spiel Udo. Warum spielst du jetzt? Jetzt bist du krepiert. Ah, das ist doch geil. Wett. Auswählen. Das ist doch scheiße. Nee. Hey, ich bin tot. Ja. Ja, aber du spielst doch Udo. Drück mal Start, damit ich Udo wieder übernehmen kann. Warte, ich muss noch kurz Udo heilen. Das ist voll deprimierend irgendwie. Du musst Start drücken. Drück Start und dann drück ich Start und hab ich Udo wieder. Gut, danke. Jetzt passt's ja, wieder. Ja, ich hab Udo wieder. Schon verdammt kompliziert, diese Scheiße, Alter. Wieso? Ja gut, ich sag's mal so. Das ist halt, denke ich mal, das Problem bei einem Spiel, das eigentlich nicht für 3 Spieler ausgelegt ist. Ja. Ich schätze mal, dass das halt nicht unbedingt drauf reagieren, so gut drauf reagieren kann, wenn da einer verreckt. Im ersten Spiel war es halt klar, dass die Spieler dabei bleiben, aber... Gut. Heil mal ihn. Würde ich ja gern. Ich mach das schon selber. Halt, stopp, ich kann das selber. Ich kann mir meine Bonbons auch selber holen. Warum machen wir nur einen Schaden? Tja, weißt du. Das kommt halt davon, wenn man bei seinen ganzen Stufenanstiegen kein einziges Mal auf Stärke geht. Achso, wir haben gewonnen. Ja. Nein, ich nee. Hab keinen Bock mehr. Ja, ich glaube, man freut sich. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ja, deiner freut sich sehr. Oh, Level. Das war nicht gut. Nein, Frau, das war echt nicht gut. Ich habe halt nichts gemacht. Du hast am Kabel gezogen. Eigentlich ja nicht. Aber okay. Doch. Wir haben gerade vom Laptop gehört, dass... Du kannst dich wahrscheinlich nicht bewegen. Richtig. Scheiß drauf. Alles in Ordnung. Alter, haltet euch. Puh, ich bin gerettet. Wer war dieser Ritter? Ich weiß es nicht. Ich war beschäftigt, als er mich angriff. Ja, diese tiefe Stimme war nicht schlecht. Ich nahm meine Kraft und beschwor mit ihr Zenka. Oh Gott. Ja. Ist doch ein ganz normaler Name. Hat es auch auf die 8 Mana-Sterne abgesehen. Elektra, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Schließt du dich jetzt an? Nein. Soll das ein Shirt sein? Ich hab mein Leben gerettet. Ich hab mein Leben gerettet. Passt schon. Der schließt sich an. Oh, er geht auch in mich rein. Und noch ein Viech mehr in deinem Kopf. Ja, das machen wir jetzt. Stürz mich runter, stürz mich runter. Ja, wir machen die kurzen Schnitt. Wir sind gleich wieder da, Leute. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wir können uns alle wieder bewegen. Ja. Wir können uns endlich wieder verpissen. Jetzt können wir mal kurz was zeigen. Da können sich der werte Gustav mal hinstellen. Bezüglich dieser Steine gibt es nämlich was Besonderes. Wie wär's, wenn du ihn einfach mal ansprichst? Will ich doch gar. Ansprechen dich an. Los geht's. Versuch den Klassenwechsel durchzuführen. Klassenwechsel. Ja, ich geh jetzt halt von der 10a in die 10b. Bitch. Tschüss, ja, und was stehe ich? Das kann ich gut. Okay. Konzentriere stärker! Mit deiner Sohn ist sie beim Konzentrieren. Ja. Oh, das scheint doch nicht genügend Erfahrung zu haben. Was soll ich später nochmal? Es gab zwar ein Erdbeben, wahrscheinlich ein Erdrutsch, die ganzen Menschen in der Stadt sind verreckt, aber hey, du hast nichts probiert.
Ja, das mit dem Klassenwechsel, das dauert noch ein Weilchen. Vor allem da wir das Spiel auf eine... Also man könnte ihn, sag ich mal, verfrüht hervorrufen. Allerdings ist das langweilig. Chattern! Ja, früher haben wir das ganz gerne gemacht, weil wir uns gedacht haben, eine gewisse Stelle im Spiel machen wir uns dadurch vielleicht ein bisschen leichter. Und die war dann auch machbar, nachdem wir uns vorher ewig lang runtergeärgert hatten. Aber nein, fürs Let's Play machen wir es natürlich schwierig. Oder authentisch, nennen wir es authentisch, damit man es nicht ganz so scheiße dabei fühlt. Hardcore-Modus. Und was? Musst du nicht verstehen. So, jetzt müssen wir es wieder umdrehen, weil ich glaube, jetzt müssen wir da drüben in die Seitenhöhle, die rechte untere. Die da. Da müssen wir jetzt hin. Na dann. Yep. Warte auf mich! Das ist keine Sackgasse, das ist der Rückweg. Sackgasse. Ja. Oder? Nee. Okay, dann war das obere der Rückweg. Ich habe mich getäuscht, es tut mir leid. Sollen wir auch alle mal hoffen. Alter, ich werde gerade von allen Gegnern geschlagen. Oh nein, ich kann nicht mehr zaubern. Ich fühle mich gemobbt. Es sind drei Leute und alle schlagen sie mich. Haha, weil du der Hauptcharakter bist. Ja. Ja, Anführer. Nicht da lang. Gut, da ey. Ich. Wie kannst du es eigentlich wagen? Da lang. Genau, da war der Rückweg. Vor allem ist es nicht nur die coole Mucke da. Nee, es ist einfach nur die Musik da. Yay, wir haben es geschafft. Das ist toll. Wir freuen uns. Mag ich nicht. Ich mag mich nicht freuen. Was soll die scheiß positive Atmosphäre? Ja, Mann. Bossmusik. Voll negativ. Mag ich trotzdem nicht. Was magst du eigentlich? Gar nix. Schoki. Ah, du bist mir sympathisch. Bitte? Mir passt schon. Tja, das ist die Frage. Gehen wir nochmal in die Stadt runter oder gehen wir gleich rüber? Was willst du in der Stadt? Sachen einkaufen? Ja, wäre vielleicht praktisch. Weiß nicht, ja, wobei so viel haben wir nicht verbraucht, oder? Bonbons haben wir noch genügend. Schokolade und Honig haben wir überhaupt nicht gebraucht. Walnüsse auch nicht. Ja, dann brauchen wir auch nicht in die Stadt gehen. Zum Speichern kommen wir bestimmt noch irgendwie. Ganz bestimmt. Vielleicht mal hier rein. In die Falle? Ja. Um dann wieder rauszugehen. Ach so, ja. Ich verstehe den Plan. Gut, oder? Hat mir echt gut gefallen. Mochte ich. Wie? Erstmal rausgehen. Oh, das sind Gegner. Ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal diesen Titel gelesen. Oh nein, der Ritter macht mir 4 Schaden. 5 Schaden mit einem Schlag. Oh Gott. Wow. Also, ich weiß nicht, ob ich mich verlesen habe, aber ich glaube, mein Spezialschlag hat gerade irgendwie 98 Schaden oder so gemacht. Was? So viel? Ja, und ich habe 2 Gegner gleichzeitig getroffen damit. Oha. Ich wollte gerade sagen, also hier wäre eine Kiste leicht ungünstig. Aber knapp vorbei. Ich will es nur spannend machen. Ich merke das. Fast schon legitim. Würden wir dabei nicht alle krepieren. Wo müssen wir hin? Wir müssen. Ach nee, wir müssen auf den Blumen, oder? Zu den Blumen, ja. Ja, mit der Elektra. Ich weiß bei Elektra immer noch nicht, soll es ein Kerl sein oder ist es eine Frau? Es ist ein Etwas. Es ist eine männliche Frau. Warum, könnte aber ein weiblicher Mann sein. Ja. Willst du jetzt diskriminieren? Nein, nein, weibliche Männer sind nicht so mein Fall. Die spreche ich nicht. Das ist genauso korrekt wie das beim letzten Mal von wegen, ja, soll er halt Bonbon fressen, soll er halt fett werden. Ich fand's cool. Das war eine andere Geschichte. Ihr beiden Striche in der Landschaft braucht euch da nicht beklagen. Ja, Figur. Ja, so ein Strich, Entschuldigung. Hm. Ja, die Wirbelsäule ist ja nicht gerade. Genau. Hab ich vergessen. Danke. Okay, dann bist du halt eine Welle in der Landschaft. Schon besser. Eine Welle in der Landschaft. Wie lange haben wir denn eigentlich noch? Was? Als wir Pause gemacht haben, war es ungefähr 19 Minuten, oder? 17. 17, echt? Ja, irgendwie sowas.
einfach mal 12 Minuten, wird schon passen. So, jetzt haben natürlich alle mitgekriegt, dass wir Elektra gerettet haben, deswegen ist die Kanone nicht mehr da. Haben Sie mal lieb. Die Kanone. Gut. Willkommen zurück. Ich hoffe, es geht dir gut. Willkommen zurück. Ich hoffe, es geht dir gut. Es ist Lise. Ja, aber... Die hat sie doch ein bisschen männlicher sprechen wollen, weil Amazone. Ja. Okay. Willkommen zurück. Hast du mit den... Nee. Perignon gesprochen? Nee, der Älteste war ja hier. Ups. Habt ihr mit Don Perignon gesprochen? Nee, der hat sich zu John gesprochen. Ja, genau, der war ja der. Jetzt kommst du durcheinander. Ja, schaut mal her. Bruno, pack jetzt deinen Schwanz aus. Ach so, jetzt. Was werde ich tun? Elektra! Ups. Falsch. Lass es uns doch mal probieren. Er kommt nicht aus meinem Kopf raus. Er steckt fest. Löst sich so langsam aus deinem Kopf die Figur. Alles klar. Überlass das nur mir. Ich glaube, ich spreche dich schon wieder falsch. Eigentlich ist egal. Blütenblätter! What the fuck? Elektra! Blütenblätter! Ja? Was hast du dagegen? Die Schlafblüten? Mhm. Nee, und was bringt das jetzt? Dass die da drinnen pennen. Ja. Oh, sie wurden von einem Zauber erwischt. Ohne Blüte. Ins Auge. Genau, die schlafen gar nicht, sondern die haben einfach Blütenblätter auf den Augen. Das ist unsere Gelegenheit. Aber seid vorsichtig, möglicherweise schlafen nicht alle. So, werdet da. Alle. Die Fesseln befinden sich. Ja, mach mal. Einige Vorräte. Lebenswasser erhalten. Du kannst nicht mehr davon tragen, aber es ist schön trotzdem. Du trittst das fast die Klippen runter. Fick dich! Das hätten wir jetzt auch nicht machen müssen. War da eigentlich ein Mensch drin? Davon kannst du nicht mehr nehmen. Das liegt jetzt irgendwie damit. Cool. Da liegen sie überall, die Ninjas. Frag mich, ob die noch leben oder ob die so klug waren. Oh, warte. Ja, warte mal, komm mal kurz mit. Du musst da... Ich kann die nicht angreifen. Ansprechen? Auch nicht. Hallo? Wow. Ne? So. Hier rein. Warum kommt ihr alle mit? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir vom Thronsaal aus Süden nach Süden mussten. Ist doch scheißegal. Keine Ahnung. Nee, wir müssen hier schon zu einem gewissen Bereich hin. Hat er sich gerade bewegt? Ja, genau, und jetzt hier rüber. Da durch. Ja, siehst du. Offensichtlich ist alles gut. Abgesehen von den Ninjas. Alles vollkommen normal. Es geht nichts drüber, solche Gegner einfach zu dritt in der Ecke zusammenzukloppen. Der Klassiker. Na komm her. Ja, so ein Ninja kann ja nichts Tolles dabei. Das ist der Hardcore-Modus. Weil... Ich finde die Musik irgendwie. So, ja. So halt. Okay, soweit haben wir die Musik, glaube ich, noch nie gehört. So, jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hier noch hin? Wie konnte der mich jetzt schlagen, verdammte Pusser? Du blöde... Ich habe irgendwie das Gefühl, in diesem Let's Play haben Gegner einfach keinen Bock, mich anzugreifen. Nee. In anderen Spielen kriege ich die Hucke voll noch und nöcher. Hallo, ich bin der Tank. Fick dich. Ja, ich hab hier leider keine Fähigkeit, mit denen ich die Gegner auf mich ziehen kann. Tut mir leid. Oh, da liegt. Oh, da schläft eine Frau. Mir geht. Ja. Wow. Um mit der zu reden, musste er sich jetzt erstmal zurück. Sag mal, Udo, wird jetzt nicht zu blöd. Geh mal. Na, ja, ganz gut. Der Feind ist. Der Feind ist. Hallo! Monster! Das habe ich ja noch nie gesehen, oh mein Gott! Wie schlimm, das ist ein Monster. Ich muss mich erstmal in den Werwolf verwandeln. Ich glaube, ich soll mich langsam halten. Ja, ne? Ja. Zauber ist in Ordnung. Ja, komm, wir brauchen so selten Zauber. Darum geht's mir nicht, aber... Wenn ich's gerade richtig im Kopf hab, dann kannst du das ruhig machen momentan. Oh mein Gott, ein Ritter. Ja, danke, dass ich auch greifen durfte. Sieg! Küste.
Du hast ein Glück mit dem Zeug, hm? Nein! Sag ich doch, du hast wahnsinniges Glück. Ich beneide dich. Vor allem, es geht doch euch alle durch und es trifft nur mich. Ja, natürlich. Es geht eigentlich an mir komplett vorbei. Ja, kennst du es nicht, die... Ich hab's auch nicht wirklich getroffen. Die vier Lanzen, die aus dem Boden kommen und dich treffen, obwohl sie dich nicht treffen. Ja. Passivschaden nennt sich das. Passivschaden. Ja. Der Witz ist es aber auch schon alt. Ja. So, okay, jetzt haben wir halt ein Problem. Hey, what the fuck, da kommt ein Ninja. What the fuck. Au, nicht immer auf mich. Ja, ich hab einen Vorschlag. Wir spielen jetzt noch bis zu... Natürlich du. Wir spielen jetzt noch bis zu einer ganz bestimmten Stelle im Schloss. Dann beenden wir die Folge. Und dann müssen wir nach der Folge erstmal einige Stufen aufsteigen. Okay. Nein, ich habe keine Ahnung, warum. Was? Doch, ich glaube, in dem Fall hast du Ahnung. Nö. Nee? Nö. Dann spätestens in der nächsten Folge wirst du Ahnung haben. Was? Nein. Was war das gerade? Keine Ahnung. Klang wie ein Handy? Nein. Was war das? Handy? So. Ich meine doch nicht das. Was ist jetzt hier gerade anders als dem Tür, wo ich reingegangen bin? Dass es hier weitergeht? Bei dem anderen doch auch, oder? Ja, aber schau mal auf die Zeit. Warum gehst du jetzt weiter? War nicht? Keine Kiste da war? Nein, da war keine. Ich hätte gedacht, was? Ja, das Folge beenden. Ja, bis zum gewissen Punkt will ich noch spielen, dann können wir die Folge beenden. In die Fresse rein, du Bisse. Du reagierst mittlerweile schneller als ich, was das Heilen betrifft. Das ist gut. Oh, sie hat ihre Aufgabe verstanden. Moment, wo ist hier noch ein Gegner? Ach, da! Wo? hoffentlich sieht er mich nicht. Bam! Immer diese schüchternen Ninjas. Ja. So. Okay. Haben wir diese sympathischen Schwerter. Hä? Das, dass das nur Schwerter sind? Ja, verfluchte Schwerter halt. Ja, die haben halt keinen Bock auf ihren... Auf... Weißt schon. Auf... Keine Ahnung. Genau. Wir stehen hier einfach so rum und denken sich, boah, Alter. Jetzt stehe ich hier seit 80 Jahren. Moment. Was denn? Hier sollte eigentlich eine Tür sein. Warum? Eine Tür. Wieso ist hier keine Tür? Da ist eine Tür. Ich meinte eine andere. Ah, da ist eine Tür. Okay, jetzt weiß ich, warum da keine Tür war. Was? Weil die hier ist. Ich habe mich im Raum getäuscht. Ich dachte mir jetzt gerade schon... Panikattacke! Ja, du, wenn die den Raum, zu dem ich hinspielen wollte, jetzt plötzlich rausgepatcht hätten, hätten wir ein Problem gehabt. Und zwar kein kleines. So, bis zu dem Raum hier. In den Raum, hier wollte stürmen! Deswegen. Ah, stürmen! Goldene Statue! So, und hier passt sich's nämlich sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt in der Zwischenzeit ein paar Stufen aufsteigen, damit wir in der nächsten Folge dann keine so großen Probleme kriegen. In dem Sinne, wie gesagt, 7, ich bin X-Mater bei Secret Mana 2. Ich bin Xy. Warte. Ich bin Edfuhr. Was ist Wally? Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.